Willkommen zum nächsten Part Mario 64, der hoffentlich der letzte Part im Tic-Tac-Trauma ist. Und genau diesen Satz habe ich schon mal gebracht. Und bin mit 105 Münzen, ohne den Münzenstern eingesammelt zu haben, aus fail-technischen Gründen, elegant abgestürzt. Und schaffe es im Schnellmodus gleich. Wenn ich diese Hürde schaffe. Ich schaffe sie nicht, ich meistere sie. Da habe ich noch was gesehen. Was ist das denn für Bullshit? Ach, das ist... Nee. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wenn mir noch Münzen fehlen, springe ich mal dahin. Und das war auch knapp. Jetzt kommt der Spacken wieder. Puh. Wir werden aber keine fehlen. Da hinten gibt es noch einen Block. Den kann ich auch anders erreichen, auf natürlichem Wege erreichen. Aber so gehen wir mal auf Nummer sicher. Ups. Karamba. Schwieriger geht's nicht mehr. Boah. Ist es geschafft? Noch ist es nicht. Ich habe jetzt gesagt, wir kommen nicht da hoch auf Anhieb. Dann hätten wir nochmal auf den Zeiger gemusst und wären, ja, 800 Kilometer in die Tiefe geschleudert. Ja, ungefähr so. Super. Da sind noch mehr. Von denen wusste ich ja nie was. Es geht steil bergauf. Und jetzt lande ich natürlich wieder am Anfang. Wenn ich es nicht gebrauchen kann. Aber wenn ich meine 99 Münzen habe, dann falle ich natürlich runter. Puh, noch 9 Sterne. 7 in der letzten Welt. Dann gibt es noch eine Special Welt, die 8. Und in Bowsers Welt gibt es dann noch die Nummer 120. Was war das hier? Das war nicht die Welt, sondern das war diese kleine Special... Doch, es ist die Welt. Ja gut, von mir aus. Und wieder derselbe Soundtrack. Das habe ich vor ein paar Parts gemeint. Immer dasselbe Soundtrack. Also nicht immer, aber immer öfter. Regenbogenraserei, wo die Teppiche rasen wie Alt-Opas. So fährt mein Opa Auto. Und nennt das Raserei. So habe ich mir den Anfang vorgestellt. Genauso und nicht anders. So bin ich's gewohnt. So kennt ihr mich. Okay. Genug davon. Jetzt wird zusammengerissen, weil die letzten Sterne sollen mich doch hier nicht dazu zwingen, dass wir 83 Parts brauchen. 82 reichen. Ja gut, die Welt ist ein bisschen konfus, weil es gibt viele Teppiche, die uns führen, den Regenbogen entlang. Es gibt viele Abzweigungen unter den Teppichen, es gibt viele Abzweigungen, die wir selbst gehen können. Wo es dann Kanonen gibt, die uns irgendwo hinführen, wo wir gar nicht hin wollen. Es gibt das Piratenschiff, das dann in Smash Bros. Dann auch Smash Bros. Melee dann auch eingesetzt wurde. Es gibt da hinten irgendwelche schwulen Plattformen. Wie heißt die Mission? Dann gehe ich erstmal den Regenbogen entlang. Ich habe das Gefühl, die 100 Münzen sind hier eigentlich nicht schwer. Aber das habe ich schon mal gesagt, im Tic-Tac-Trauma. Deswegen locker, ruhig. Wir reisen einfach auf dem Regenbogen. Und das wird diesmal etwas länger dauern, da diese Regenbogen ja so dermaßen schnell rasen. Also, ich glaube, Mario wird richtig schlecht, so schnell ist das. Achtung! Also die Welt hätte man auch ruhig als, was ich, Welt 7, 8 nehmen können. Weil so schwer ist das nicht. Ist einfach nur eine Geduldsfrage. Jetzt stellt sich die Frage, links oder rechts? Ich glaube, beide Wege führen zu uns zu einem Stern.
Aber welches war das Richtige? Der richtige Stern. Ich gehe mal hier lang. Die genauen Wege weiß ich nicht mehr, während ich da hinten einen Stern betrachte. Und hier blaues Feuer. Das sieht man auch nicht alle Tage. Doch, im Keller. Im Keller des Schlosses gibt es, glaube ich, blaue Flammen. Der Nachteil natürlich auch, der Teppich verschwindet, wenn man etwas länger nicht darauf gestanden hat. Das erschwert die Sache. Und auch die Kameraperspektive erschwert diese Sache. Und da haben wir das Schiff. Und schlimmstenfalls können wir da nichts einsammeln. Irgendwelche Gründen. Ich glaube, da war irgendwas mit der Bonbon-Kanone oder was weiß ich. So, haben wir es bald. Gott. Da ist ein Stern. Und ich wäre fast zu weit gesprungen. Halleluja. War das doch der? Ja. Tatsächlich. Und jetzt dasselbe mit dem anderen Teppich. An der Abzweigung. So ist es. Da können wir nämlich zum Haus am Himmel. Ihr werdet sehen. Wenn wir irgendwann mal wieder da sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Banjo-Kazooie finde ich besser als Mario 64, ja? Etwas. Da ist besser aus... Der Diamant wurde etwas geschliffen, sagen wir mal so. Aber Donkey Kong 64 auch sehr, sehr gut, aber überladen und nicht so gut wie Mario und Banjo. Und Banjo-Tooie auch noch sehr, 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 sehr gut. Aber das Schlechteste von den Vieren. Allerdings, wenn ich entscheiden müsste, die Regenbogenwelt aus Banjo-Tooie oder die Regenbogenwelt von hier, dann würde ich Banjo-Tooie wählen. Obwohl die auch nicht besonders prickelnd ist. Aber wenigstens nicht so lahmarschig. Schaut euch das an. Wenn es wenigstens eine Turbo-Taste gäbe auf A, B oder Z. Nein. Ich habe auf Mario 64 DS gar nicht so weit gespielt. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Erfahrungen habt im Mario 64 DS. Ob der Teppich da mal einen Zentimeter schneller geht oder... Was weiß ich. So, Lucky Tour euch jetzt mal super erledigt. Während wir hier abkacken. Aber der Teppich haut ab. Toll, 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 toll. Kommen wir denn wenigstens nochmal nach oben? Also ich meine, ist der Teppich da noch da? Das ist die Frage. Jetzt ist nur noch der eine Teppich da. Könnte ich schwören. Das war ein bisschen mies, oder? War gemein. Er ist wirklich nicht mehr da. Jetzt wollte ich eigentlich gar nicht in den Abgrund springen. Ich wollte was anderes machen. Jetzt wollte ich die roten Münzen einsammeln, aber selbst das darf ich nicht. Wir legen schon ein bisschen los. Wir können jetzt nicht 80 Parts mit den Teppichdingern. Deswegen ziehen wir die Zeit diesmal ein wenig in die Länge. Damit wir in den nächsten Parts etwas Action haben können. Das heißt, ihr könnt beruhigt ausschalten und zum nächsten Part springen. Aber ihr klotzt mir immer noch zu. Auf, nächster Part, los, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Da gucken die immer noch. Die wollen, dass ich lose. Hier ganz langweilig, Jump.
Jump. Auf den nächsten Teppich. Da wieder warten. Ihr sollt zum nächsten Part gehen, verdammt. Oh, da mache ich ein paar Kunststückchen für euch. Ich habe immer noch zwei Zuschauer. Ich weiß es ganz genau. Die jetzt fast gesehen hätten, wie ich hier in den Abgrund springe. Wir sind ja schon bald da. Okay, nicht wirklich. An dieser Stelle pausieren wir. Und dann im nächsten Part geht's dann weiter. Und schämt euch, wirklich, dass ihr immer noch dieses Teppichgedöns anguckt. Bis dann.